Es gibt doch tatsächlich einen leeren Sitz unter dem Cusaglo Miskasitas. Glaubt man's? Ah ja. Gibt eigentlich mittlerweile zwei leere Sitze, weil wir zwei leer gemacht haben. Morena sitzt hier gerade nicht rum, oder was? Nö, nicht wirklich. Da ist Aldis. Brutaler Benwolf. Captain Aldis. Captain Forante, den hatten wir. Zwei Augen Pim. Ja. Ach, ein Prinzipi-Priester ist das, der da rumsteht. Goldflosse ist hier. Und du müsstest dann. Ja. Gut, alles, ich bring dir den Henker. I'll happily lend you my ear and my sword and other things. Ich leihe dir gerne ein Ohr und mein Schwert und andere Dinge. Sie grinst böse. Was hast du mit Ukaizo We vor? sack Ukaizo. Really run it into the ground. The way I see it, we'll either survive Aora's end to sail off with the riches, or well, we won't. Regardless, we'll have a hell of a last go. Wir plündern Ukaizo und nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So wie ich das sehe, werden wir entweder Eoras Ende überleben und mit unseren Reichtümern in den Sonnenuntergang segeln oder eben nicht. So oder so treten wir mit einem großen Knall If we ab. can find and pilfer whatever your rogue gods after, who knows? Maybe us pirates will be heroes. Wenn wir das finden und stehen können hinter dem dein boshafter Gott hier ist, wer weiß, vielleicht sind wir Piraten dann mal die Helden. Um mit dem Rad abbauen zu können, musst du es selbst so schön Then I hatten, wie geht. guess we go with my second plan. Dann gehen wir wohl nach Plan B I do vor. shiver to think how the lost city of gold is going to be ours, at least for a time. Ich zittere schon, wenn ich daran denke, dass die Stadt des Goldes uns gehören wird, zumindest für einige Zeit. Ja, ich bin Captain des fliegenden I Henkers. knew you were the only captain who could take it. You are more than worthy of your chair on the council. Ich wusste, dass du der einzige Captain bist, der ihn erobern kann. Du hast deinen Sitz im Rat mehr als verdient. The Principi are ready to sail for Ukaizo. Me and my fleet will reconvene with you outside Andra's Mortar. Until then, lovesome. Die Prinzipien sind bereit, nach Ukaizo zu segeln. Ich und meine Flotte werden uns vor Ondras Mörser wieder mit dir treffen. Bis dann, Herzchen. Schmiede Allianzen und bereite dein Schiff auf die gefährliche Reise vor. Quest abgeschlossen, der aufkommende Sturm. Neue Quest, die verlorene Stadt, Reise nach Ukaizo. Quest aktualisiert. Ein Tanz mit dem Tod. Die Händler fertig machen ist fehlgeschlagen. Das letzte Manöver ist fehlgeschlagen. Ein Misstrauensvotum ist fehlgeschlagen. Ja, der aufkommende Sturm. Die Prinzipien Senpatrina haben sich bereit erklärt, mich bei meiner Reise nach Ukaizo zu unterstützen. Genau. Eotas ist auf dem Weg zur legendären Insel Ukaizo, um Eroras Zyklus der Wiedergeburt zu stören oder gar zu vernichten. Ich kann ihn nur dann direkt zur Rede stellen, wenn ich ihm dorthin folge. Ukaizo befindet sich im Nordosten von Ekataka. Man kann es nur durch den Ophishia-Kanal erreichen, eine natürliche Passage durch Klippen von Markrans Zehen und den stürmischen Gewässern von Ondras Mörser. Die Flotte der Prinzipi wird mich dort treffen, um ihre Unterstützung im Rennen um Ukaizo zu leisten. Ja, die Flotte der Prinzipi wartet. I'm here, absolutely. Das heißt, wir haben übrigens die Quest noch nicht abgeschlossen, weil hier Goldgier und Gedärme müssen wir irgendwann auch mal kriegen. Wie sieht es eigentlich so mit anderen Erfolgen aus? Gerade weiter unten. Öffne alle Käfige in den Sammlungen, entdecke die Geheimnisse der Imp-Ausdünstungen. Stell dich im Herzen der Mysterien dem Orakel von Vale. Brücken abbrechen haben wir nicht.
Ein Abenteurer erschaffen haben wir nicht. Meuternde Mannschaft. Wir haben aber sehr, wenn man es so sieht, wir haben die vier Fraktionserfolge nicht. Wir haben noch keine meuternde Mannschaft gehabt, zum Glück. Wir haben kein Abenteurer erschaffen, könnten wir nachholen. Verschaffe dir die maximale negative Reputation mit deinem Gefährten. Erschaffe mit Hilfe des Kreaturenspalters ein Haustier. Ja gut, das könnten wir theoretisch noch machen. Wir könnten ja, Consulout mit Nemnok fusionieren und mal sehen, was dabei rauskommt. Davor hätte ich jetzt keine Skrupel, ganz ehrlich. Aber ja, das Thema Abenteurer. Gruppenmitglieder. Gruppe, okay. Kann hier nur neu ausbilden, aber... nicht so direkt neue Abenteurer anwerben. Sollten wir Nekataka dann machen? Also sollten wir Nekataka machen können. Das finde ich übrigens eigentlich eine nette Idee, dass man in diesem, also eigentlich hier in jedem Pillars of Eternity, also in 1 und 2, den sich entscheiden kann, ob man die Story-Charaktere nimmt oder sich eine eigene Gruppe erschafft. Lesen. Palyginas Abschied. Palygina, Mesrei, Ferma, Gwenna, Dolphomares. An den Wächter von Kenua, zuletzt von Nekataka. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund Ihrer jüngst feindseligen Handlungen gegen die Valianische Handelsgesellschaft verpflichtet bin, zu meinem Vorgesetzten zurückzukehren und Ihnen vollständige Berichte über unsere gemeinsame Zeit zu erstatten. Ich werde nicht zurückkehren. Wenn Sie Fragen oder Beschwerden zu meinem Dienst haben, werden Sie sich bitte direkt an Fürstin Spirento. Ja, wir haben Palygina verloren. Dass wir jetzt auch nicht noch gleich Maya verloren haben. Mal gucken, ob wir in Nekataka überhaupt noch willkommen sind. So, hier können wir auch nicht direkt. Also müssen wir das in der wilden Meere mal schnell machen. Also ich werde da mehr ein Abenteurer erstellen. Das Achievement kassieren. Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwie werden die Achievements, glaube ich, retrospektiv gespeichert. Also ich weiß nicht, ob sie für meinen Gesamtaccount hier gespeichert werden. Oder ob sie für den Charakter direkt gespeichert werden. So, hier kann ich einen Abenteurer schaffen. Oder ein importieren.
Zählt es, wenn ich einen von denen hier nehme? Paladin. Nö. Ich muss wohl wirklich einen erstellen, hä? Huh? Erschaffe der Halle der Abenteurer einen Abenteurer. You see anything you like? You let me know. Ja, erstellen wir einfach mal schnell einen neuen Menschen. Beide Volk von mir aus. Einzelklasse. Von mir aus eine Kämpfer. Oh, Unterklassen gab es auch. Einfach mal keine Unterklasse. Niederschlagen. Macht. Verfassung. Entschlossenheit. Noch mehr Macht. Bisschen Gewandtheit. Edir. Söldner. Zweihänder und Panzerbrecher. Porträt. Mach mal das. Arm ist okay. Kopf lassen wir alles mal. Muss ja nicht lange dauern. Angeheuerter Abenteurer. Weiter. So. Perfekt geformt. Abbrechen. Das heißt, wenn wir jetzt laden. Müsste das Achievement eigentlich noch da sein? Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich selber finde so eine selbstgebastelte Gruppe vielleicht für einmal durchspielen interessant, weil es fehlt dann halt einfach der Flair der Charaktere. Now, you see anything you like? Also ja, sie sind beide, die ich da jetzt gerade angeheuert habe, nicht mehr hier drin. Aber wenn ich hier gucke, Erfolge. Ja, perfekt geformt ist als Achievement abgehakt. Also ich kann theoretisch alle Achievements kriegen, auch durch Neuladen und so. Ich glaube, reaktive Reputation könnte ich kriegen durch Idee, indem ich einfach alle Tiere in den Zerkleinerer stecke. Aber ich mache dem wirklich Nemdog und Konzelhaut. Und guck mal, was aus den beiden da rauskommt. Und vielleicht Konzelhaut mit Flügeln. Das wird dann Nemnock-Haut sein. So, das heißt, hier hoch. Und ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit, alle Besatzungsmitglieder zu behalten, ist es, komplett neutral zu bleiben und auf eigene Faust nach Ukaiso zu gelangen. Perikis Aussichtspunkt. Dunkler Schrank.